Hallo liebe Freundinnen und Freunde, Alexander hier. Ich habe daher den Thomas Scharika. Grüß dich, lieber Thomas. Lieber Alexander, grüß dich und danke für die Einladung. Du warst ja gestern bei einem ganz interessanten Event dabei, und zwar bei einer Demonstration in München auf der Theresienwiese, Hashtag M2801 oder Hashtag MUC2801. Was war denn das für eine Demo? Ich habe gehört auf NTV, das war eine Demo gegen rechts. Ja, das war die größte Frechheit überhaupt, weil ich glaube, mehr distanzieren von links und rechts, wie die das gemacht haben, kann man gar nicht. Das heißt, die haben mehrfach wirklich am Mikrofon erwähnt, dass sie für die Mitte der Gesellschaft da sind, dass sie die Mitte der Gesellschaft vertreten und sich von keiner Seite, weder links noch rechts, irgendwie instrumentalisieren lassen. Das war die Message. Mir hat es unwahrscheinlich gut gefallen, weil ich glaube, wir brauchen diesen Zusammenhalt. Du weißt, ich bin absolut gegen Spaltung und deswegen habe ich diese Demo besucht und hatte auch das große Glück, als ja, überhaupt der einzige Reporter auf die Bühne zu dürfen. Ich habe eine rote Jacke bekommen, habe auch die ganzen Hintergründe mitbekommen und war total begeistert von dem, was dort passiert ist. Ja, jetzt haben wir da natürlich noch eine zweite Sache aufzuklären, nämlich, man sieht es schon hier an unseren Hintergrundbildern, es gibt da ganz unterschiedliche Darstellungen, ob das jetzt groß oder klein war. Ich habe hier im Hintergrund eine Aufnahme der Webcam von einer Wetterwebseite, die zeigt also diese Theresienwiese und zeigt, dass da eigentlich nur ein paar Maxeln stehen. Auf Twitter behaupten dann manche, das können höchstens ein paar hundert sein. Du hast einen anderen Hintergrund. Was ist das für einer? Das ist ein aktueller Hintergrund von einem Posting, das ich auf der Bühne gemacht habe. Also kann man auch am Video sich anschauen, kann man absolut verifizieren. Und ich kann dir auch sagen, was das für ein Bild ist, was du hast. Das ist der Beginn. Das heißt, ich glaube, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde davor hat es ungefähr so ausgeschaut. Da waren auch noch keine Busse da, weil es waren ja dann mehrere Dutzende Busse auf der linken und rechten Seite. Nein, nein, die sind schon da. Die sind schon da. Warte, ich gehe mal kurz da aus dem Bild. Die Okay, Busse sind aber schon das da. sind zu wenig. Das waren viel, viel mehr. Okay. Viel, viel mehr und es sind ja auch, also das Ganze, was du da siehst, die Reihe nach unten, die war voll und auch auf der linken und rechten Seite waren unwahrscheinlich viele Menschen. Wir kennen das ja schon von unseren Demos, das war definitiv ein Bild davor. Und wenn du es vergleichst, das kann man nämlich ganz gut, ich habe nämlich auch ein Video gemacht, ich glaube, das ist bei dir auch Twitter auch ganz gut gegangen, wo ich mal gefilmt habe, so schaut es jetzt aus, da waren wir, glaube ich, eine Stunde waren wir davor, bevor das begonnen hat, da hat es genauso ausgeschaut, auch völlig normal, eine Stunde von der Demo hast du halt nicht so viele Leute vor der Bühne, die kommen ja dann so nach und nach. Gut, ich möchte natürlich noch was hinzufügen. Diese Theresienwiese hier, die hat meines Wissens irgendwas bei 480.000 Quadratmetern. Und wenn du rechnest, dass da vier Menschen draufgehen pro Quadratmeter, um die ganz zu füllen, müsstest du ja praktisch 1,6 Millionen Menschen da stehen haben. Und ich glaube, da können wir uns einigen, 1,6 Millionen waren das nicht. Richtig, aber trotzdem würde jetzt auch von diesem Blickwinkel, wenn die Leute bis hinter stehen, und das war ja definitiv der Fall, dass trotzdem eine Menge von Menschen zeigen, aber halt so einen Teppich in die Wiese rein. Und da sieht man dann schon, das ist wie beim Ameisenteppich, das ist auch, boah, das ist jetzt aber eine Menge. Und da wird meiner Meinung nach einfach was vorgespiegelt, was nicht der Fall ist. Das liegt einfach, ja, an der Zeit und natürlich auch ein bisschen, da gebe ich dir schon recht, an der Größe der Wiese und der Kameraeinstellung. Ja, ich finde vor allem faszinierend, dass sich die Teilnehmerzahl dann praktisch gleich geändert hat, je nachdem, wie man es interpretiert, weil vorher war es auf NTV eine riesengroße Demo gegen rechts in München. Und als dann draufgekommen sind, es ist keine Demo gegen rechts, sondern es ist eine Bauern- und Unternehmer- und Mittelstandsdemo, dann war es auf einmal gar nichts oder ein paar hundert oder wenige tausend. Was sagst denn du jetzt wirklich? Wie viele waren denn ungefähr deiner Meinung nach da? Ich glaube, ich kann es ganz gut schätzen. Du weißt, was ich beruflich gemacht habe. Ich bin Security und Safety Manager und war eben für Großveranstaltungen zuständig, habe dafür Konzepte geschrieben und war immer in einer Situation, schätzen zu müssen vor großen Bühnen, Mainstage-Bühnen. Du, pass auf, was habe ich denn da jetzt an Leuten? Wird das zu viel? Ist das zu wenig? Was kann ich da machen? Und ich würde selbst sagen, irgendwas zwischen 25.000 und 30.000 reingefüllt. Also das waren wirklich viele Leute. Wir haben viele auch nach rechts und links verschoben gehabt. Die Busse, also für mich ein total schönes Bild. Und das wäre so ungefähr meine Schätzung. Recht viel mehr dürften es nicht gewesen sein, aber da, glaube ich, sind wir nicht weit weg. Okay, danke. Nach den Bildern, die ich von außen gesehen habe, würde ich ein bisschen niedriger ansetzen. Ich bin immer vorsichtiger als du. Aber also unter 10.000 würde ich auf keinen Fall greifen. Und alles, was drunter ist, ist, finde ich einfach nur ein Witz. Jedenfalls kommt es ja auch nicht darauf an, weil das Lustige ist, es wird ja so versucht darzustellen, das sei jetzt da die Konkurrenzveranstaltung gewesen, also ganz Deutschland auf der Straße gegen rechts und nur in München die Gegendemo, sozusagen die Faschisten, die Nazis gegen links.
Ich sehe persönlich, muss ich das sagen, nicht, was eine Bauerndemo überhaupt mit dem Thema oder eine Unternehmerdemo mit dem Thema rechts-links zu tun hat. Also ich finde, man kann genauso gut auf die eine Demo gehen und dann auf die Gegen-Rechts-Demo gehen. Also das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Aber wie siehst du das? Also, ich kann erstens mal sagen, ich war wirklich im Hintergrund dabei und die Leute sind sauer und die haben überhaupt mit links und rechts definitiv nichts zu tun. Die verstehen auch nicht mal, warum man sowas differenzieren muss, sondern die wollen endlich eine Lösung für ihr Problem. Und denen ist scheißegal, ob das irgendein Rechter oder Linker löst, sondern die wollen einfach, dass sie weiter existieren können und das doch wohl zu Recht. Und auch vom Wording her, ich habe nie irgendwas erlebt, wo ich jetzt sagen hätte können, das stößt jetzt irgendwo rechts oder speziell links an, sondern ganz im Gegenteil. Da siehst du die Mitte der Gesellschaft vertreten. Es war im Vorfeld viel die Rede davon, dass der Aiwanger da auftreten soll. War der da? Ganz im Gegenteil, und das war von Anfang an geplant, und das kann ich bestätigen, weil ich immer wieder mit den Veranstaltern in Kontakt war, also schon ungefähr 14 Tage, bevor die Demo begonnen hat. Und es war immer die Rede davon, dass kein Politiker auftreten soll, sondern die Message dahinter war, und das ist auch so genannt worden direkt auf der Bühne bei der Ansprache: Liebe Politiker, ihr sitzt hier, das heißt, die haben eine eigene Bühne gehabt, wo sie sitzen haben dürfen, zum Zuhören. Reden von euch darf niemand. Ihr seid hier zum Zuhören, wir haben Probleme und das wollen wir jetzt euch einfach mal mitteilen. Und dieses Konzept habe ich genial gefunden. Und weil du Aiwanger sagst, der war tatsächlich da, ich habe ihn persönlich nicht gesehen, habe jetzt nochmal Rücksprache heute mit dem Veranstalter gehalten, der war definitiv da und hat sich heute Morgen auch für die Veranstaltung bei den Veranstaltern bedankt. Aber ich glaube, es geht ja weniger um die Politiker, sondern was wirklich spannend war, das waren die Redner. Und da haben wir gehabt wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Von einem ehemaligen Zahnarzt, der war da. Es war da ein Metzgermeister, der sogar, ich glaube, Innungsmeister ist. Es waren jetzt vor allem nicht vertreten irgendwelche Verbände, sondern wirklich Unternehmer an sich oder zum Beispiel war eine Friseurmeisterin da, die jetzt meines Wissens keinen eigenen Betrieb hat, sondern einfach nur Friseurmeisterin ist und jetzt vor allem auch Mutter. Und wie die gesprochen haben, war genial. Die haben das erste Mal, sind die da umgestanden mit einer Professionalität, das einfach diesen inneren Zorn einfach ausgemacht hat. Also lieber Alex, ich war begeistert, aber auch vom Aufbau. Da merkst du einfach, du hast da teilweise Bauunternehmer dahinter. Ich habe gemerkt, da hat er so ein Gelände, weißt du, so ein Holzgelände hat nicht funktioniert. Kommt einer her mit der Motorsäge, schneidet es weg, baut das neu hin, das war in 3 Minuten erledigt. Ich habe mir das angeschaut, das ist ja ein Wahnsinn, wie die das aufgebaut haben. In kürzester Zeit einfach 2 Lastwagen zusammengefahren, zack, haben sie eine Bühne gehabt für die Politiker. Also genialer Aufbau, genial gemacht. Da muss ich sagen, da können wir uns alle miteinander Scheibe abschneiden und was lernen, das war super. Und vor allem auch, sie haben so Ideen total schnell umgesetzt. Ich habe dem Veranstalter gesagt, du, macht's eins, das hat sich bei uns bewährt, bindet die Leute mit ein. Und zwar gerade zum Thema Sicherheit. Sagt ihnen, seht ihr irgendwelche seltsamen Symbole, irgendwas, was nicht passt, bitte sofort Meldung bei den Ordnern, dann können wir das klären und ändern. Wir alle sind für die Sicherheit verantwortlich. Der hat das gehört, schaut mich an, geht sofort drauf, sagt es durch und hat das auch immer wieder wiederholt. Also muss ich sagen, professionell, super. Und die haben auch wirklich Stimmung machen können. Die haben sie genauso verkauft, wie sie sind, wie ich sie kennengelernt habe. Total authentisch. Und das schafft vor so vielen Leuten, wenn du das erste Mal auf einer Bühne stehst. Also ich ziehe den Hut. Sehr gut, das freut mich zu hören. Ist dir irgendwas aufgefallen? Gab es Unterwanderungsversuche? Gab es Vorfälle? Hat irgendwer versucht, die Demo zu kapern? Irgendwelche Symbole, Sprechchöre, irgendwas? Also, weißt du, ich verstehe oft einmal überhaupt das Thema der Unterwanderung nicht. Wo sollst du so eine Demo unterwandern? Die wurde von Veranstaltern definitiv mehr angemeldet. Das heißt, da kann sich schon mal überhaupt niemand einschleichen. Die Veranstalter haben im Vorfeld ganz klar abgeklärt, wer auf der Bühne tatsächlich sprechen darf. Die Politiker wurden extra irgendwo hingesetzt. Das heißt, die haben überhaupt keinen politischen Unterwanderungsversuch unternehmen können. Es gab nichts Negatives, auch jetzt seitens der Zuschauer, sondern die waren absolut auf der Seite der Veranstalter. Die sind natürlich als Helden hochgelobt worden, wie wir das alles kennen. Und nichts unterwandert. Nochmal, ich glaube, wir müssen auch von diesem Rechts- und Linksdenken weg und uns da gar nicht immer rechtfertigen. Das macht keinen Sinn. Da geben wir einfach nur irgendjemandem Futter für nichts. Das macht keinen Sinn. Ich bin der Meinung, das war eine tolle Veranstaltung. Mir hat's mein Herz gerührt. Das Einzige, was mich genervt hat, hat mich persönlich betroffen. Meine Technik hat dann nach Kürze versagt. Das hat mich fürchterlich gestört, gerade bei so einer Demo. Aber den Veranstaltern an sich kann ich nur ein großes Kompliment aussprechen. Und auch den Besuchern. Du hast einfach gemerkt, wer da ist. Tatsächlich die Mitte der Gesellschaft. Die Reden waren teilweise sehr bewegend. Das muss ich auch dazu sagen. Und ja, ich hoffe, dass da jetzt politisch was verändert wird. So kann es nicht mehr weitergehen.